Willkommen zurück bei Scarlet Blade mit Shadow Rabbit. Noch immer alleine, da die anderen ohne uns spielen mussten, da ich keine Zeit hatte beim letzten Termin. Damit ihr aber wisst, was vorgegangen ist, spiele ich das für euch alleine weiter, was natürlich um einiges anstrengender sein wird. Wir werden uns jetzt mal dem Buzzard-Vorarbeiter entgegenwerfen und ihn mit unseren neuen Argumenten, ein wenig überzeugen. Angriff! Ich hab gleich mal einen Heiltrank eingeworfen. Da der echt heftig war. Täuschen, wieder für die Whipperin. Warum? Ich will was für mich haben. Der war schon zacken heftiger, hat immer noch 330 Erfahrungspunkte gebracht und 2 Silber. Ja, und damit ihr seht, was wir bekommen haben. Wir haben hier für den Whipper haben wir eine Peitsche schon vorhin gefunden gehabt. Und jetzt haben wir noch Knieschoner. Können wir ja mal das Wäscher fragen, was sie davon hält. Ob sie das gut findet und haben möchte oder ob wir es verkaufen können. So, und jetzt sollen wir mit dem geheimnisvollen Konstrukt reden. Das konnte Leofer so gut brechen. Das kriege ich, glaube ich, nicht so gut hin. Ein beunruhigender Fund. Du, ich habe schon andere deiner Art getroffen. Was machst du an einem Ort wie diesen? Beim Blick auf dieses Konstrukt bekommst du eine Gänsehaut. Ihr Augen zucken hin und her, als würde sie nach etwas suchen. Das könnte ich dich auch fragen. Du hast meine jämmerlichen Schwestern gerettet, oder sowas Dummes. Sie verharrt plötzlich, als wäre sie in Gedanken ganz woanders. Dann scheint sie durch dich hindurch zu sehen. Ich rede nicht mit Toten. Du bist nichts weiter als eine wandelnde Leiche, die nur darauf wartet, von dem Buzzers abgenagt zu werden. Ich sehe dich dann in meinen Träumen wieder. Träume von aufgespießten Menschlein, die neben ihrer geliebten ausgeweiteten Arkana aufgehängt werden. Wie kann es sein, dass du hier bist? Wow, das sind geile Träume. Wow. Es ist dann kein Wunder, dass du so krank bist, wenn du sowas träumst. In meinen blutroten Visionen kreisen die Buzzards um dich wie Aasvögel, aber sie sind nur Sklaven dieser Droge, die sie tief in die Erde trieb. Sie zerdrückte wie feingemahlenen Staub dumme, niedere Kreaturen. Dieses Konstrukt ist ganz anders als die, die du im Lager der Buzzards gesehen hast. Du hast ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Was soll ich nur tun mit diesem Ort, als ihn mit Feuer zu läutern? Ich hatte mich an diesen Ort gewöhnt, diesen feuchten, kalten Ort. Feucht und heißen Ort findest du wohl besser. Was faselt sie denn da? Jag es alles in den Himmel hoch. Zünd die Bienchen und die Blümchen an. Bienen und Blümchen. Oh, Problem, die Mine ist vollgestopft mit Sprengstoff und brennbaren Chemikalien. Ein Funke würde ausreichen, um sie um deine Arkana herum zum Einsturz zu bringen. In dem Moment, in dem das Konstrukt die Arme hebt, holt deine Arkana aus und durchtrennt die Schnur seiner Halskette. Ja, das Symbol an dem Anhänger leuchtet kurz auf und verlischt. Die Kreatur sinkt bewusstlos in sich zusammen. Ah, das war ja noch gerade mal Glück gehabt. Sie sinkt aber gar nicht zu Boden. Hey, ihr lügt. Na gut. Neue Quests! Ist die verschüttete Mine frei? Gut, schnapp dir deinen Enochia-Transmitter und schwing deinen hübschen Arsch hierher. Aber plötzlich... Diese kleine Psychopathin hat fast die ganze Mine in die Luft gejagt. Ich hatte keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Ich habe mich nur an etwas erinnert, was das andere Konstrukt... Lali hieß sie, glaube ich, gesagt hatte. Ich könnte den Stecker nicht rausziehen. Also habe ich es einfach mal versucht. Diese komischen Anhänger müssen die Konstrukte irgendwie mit Energie versorgen. Wir kriegen als Belohnung Bike und Robo. Sturmjäger. Und Madfly. Einer der häufigsten verwendeten Robos. Er ist für seine Loyalität bekannt. Anfangs hatte er einige Bugs. Mittlerweile gelten sie als besondere Features. Ja, genau. Öffne das Robo-Interface, tralala, du in den Feld. Okay, es gibt verschiedene Robos, tralala, tralala. Werden wir bestimmt noch erklärt bekommen. Das hast du gut gemacht. Wenn sie die Höhle zerstört hätte, wäre das ganze Tal unter einem Erdrutsch begraben worden.
Langsam ergibt das alles einen Sinn. Dieses Konstrukt und die, die du im Lager der Mörsatz befreit hast, scheinen ein Unterbewusstsein miteinander zu teilen. Wenn die anderen so sind wie dieses, grausam und wahnsinnig, es ist kaum erstaunlich, dass diese armen Schwestern so gequält waren. Stell dir vor, für alle Ewigkeit, deinen Geschwistern bei ihren grauenhaften Untaten zusehen zu müssen. Und zwar in deinem eigenen Kopf. Wenn es überall auf der Welt solche Konstrukte gibt, könnten die Protectors sie als riesiges Informationsnetzwerk nutzen, schwierige Wortkonstellation. Deshalb wissen sie auch so viel über uns. Diese Konstrukte waren keine Gefangenen, sondern unfreiwillige Spione. Adele überlegt einen Moment. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Melde dich sofort bei Davidson in Enochia. Er wird dir ein Bike besorgen. Pass bloß auf, der Kerl ist ein schwerer Nöter. Wie die meisten menschlichen Männer steht er total auf Arcana. Gar nicht verständlich. Gerade wenn du dich so regelst. Ich hoffe, dass du mit Bike ein Motorrad meinst und kein Fahrrad. Was geht dich überhaupt an, worauf ich rumreite? Ich hab nichts gesagt, mir ist egal, worauf du rumreitest. Auf welchen dummen Sprüchen. Ich möchte noch nicht zurückteleportieren. Ich möchte erst noch dort hinten, waren noch Gegner, glaube ich, 2, 3. Die möchte ich noch schnell da niederschnetzeln. Und dann teleportieren wir uns mit dem Enochia-Transmitter zurück. Ein Lakai, wegen einem verdammten Lakai bin ich jetzt hier hingelaufen. Na, komm her. So, weg. Na gut. So, Enochia-Transmitter. Haben wir denn zufällig... Ist das nicht, haben wir nicht das als Skill sogar? Alles drin, was dich anmacht und weiterbringt. Aha. Ja, ja, immer diese. Das ist natürlich klar, solche Spiele finanzieren sich über Pay-Content. Und da ist es auch vernünftig, also verständlich, dass sie Werbung dafür machen. So. Wir sind in Enochia. Das muss ja jetzt kurz alles einmal laden. Wie ihr seht, lädt sich das gerade alles im Hintergrund auf. So. Wir wissen deine Tapferkeit und deine harte Arbeit wirklich zu schätzen. Danke. Guck mal, ein Bikehändler. Der genauso aussieht wie Karl. Hallo. Lust auf eine Fahrt? Du kriegst nirgendwo ein besseres Bike als bei mir. Bikerbraut, yes. Du willst ein Bike? Dann bist du bei mir genau richtig, Arcana. Also spring rauf. Lass dich drauf ein, wie sich es sich anfühlt. Das Große hier ist bestimmt dein Ding. Oder mein Ding. Und wenn nicht, dann gibt's ja noch mein Ding. Mich, wie auch immer. Wirklich? Du kannst deine großen Sachen gleich in der Hose behalten, Süßer. Ich bin nur hier für ein Bike. Okay, okay, war nur ein Vorschlag. Hier, ich schenk dir noch ein Robo als Entschuldigung. Der hilft dir auf deinen Missionen. Du musst nur einen Robotchip installieren, damit er besser funktioniert. Er funktioniert also auch ohne? Aha. Ich will nur, dass du an mich denkst, wenn das Bike zwischen deinen Beinen vibriert und wenn du dich nachts streichelst. Ich meine natürlich den Robo, wenn du dein Robo nachts streichelst. Das ist nicht besser. Also besser in Anführungszeichen. Egal, Wayne, whatever. Keine Quests. Hey, hast du mich vermisst? Sieht aus, als wärst du seit unserem tränenreichen Abschied gut klargekommen. Ich muss dir was super Wichtiges sagen. Nein, kein Narak. Puzzles natürlich. Klicke auf L oder auf das Puzzle-Icon unten rechts auf dem Bildschirm, um das Puzzle-Interface aufzurufen. Wenn du levelst, kannst du versteckte Teile jedes Puzzles aufdecken. Jedes Puzzle ergibt ein umwerfendes Bild. Einer der schönsten und heißesten Arcanas der Welt. Erstklassige Schönheiten, wie du sie noch nie gesehen hast. Wie Weihnachten. Wenn der Weihnachtsmann die Invasion überlebt hätte. Was? Okay, interessant.
Und es sind alles Mavericks. Du willst gar nicht wissen, wie die Pin-Ups der Protectors aussehen. Willst du schon? Interessant, rätselhaft. Warte, das Beste kommt erst noch. Für jedes Puzzle, das du vervollständigst, bekommst du eine Belohnung. Genau, du wirst dafür belohnt. Heiße Frauen anzustarren, das Leben ist echt hart, lang und schwer, oder? Du fängst ja gleich an zu sabbern. Na, du nicht jetzt hier, ne? Soll ich dich mal eben da alleine lassen? Das ist mein Signal. What? Wir hätten das mal machen sollen, warte. Puzzles, hier. Doppelt so schön. Wir sind Level 10, also können wir eine der Level 10 Türen aufmachen, wovon es 3 gibt. Fangen wir mal hier an. Leeren? Es kostet 1 Silber. Ah ja, wie viel Geld haben wir denn? Nein, warte mal, ich möchte ganz kurz gucken, wie viel Geld wir unser eigen nennen. Nee, da muss ich gucken. Nein, Tasche. 39 Silber. Na komm, die 3, 4 sind sogar sich gerade. Die 4 Silber können wir nochmal ausgeben. Oder? Komm, das wollt ihr doch auch sehen. Ganz ehrlich. Man sieht nach nichts. Na, habt ihr schon eine Idee, was es ist? So viel Hautfarben. Tja, und mehr können wir noch nicht sehen danach. Dafür müssen wir erst Stufe 11 werden. Commander, ich habe dort hinten einen seltsamen Turm gesehen. Auf dem Hügel hinter der Siedlung. Angeblich hört man dort nachts ein seltsames Brummen. Als würden Tausende von Käfern im Inneren ihr Unwesen treiben. So Kana halten sich davon fern. Ich bin aber trotzdem neugierig. Denn ich bin eine extrem Hardcore-Bitch. Nee, Bitch ist das falsche Wort. Ich bin extrem Hardcore. Das passt besser. Streich das Bitch. Angeblich soll eine stygische Lebensform dort eine Bruchlandung hingelegt haben und nun den Turm bewohnen. Egal ob es stimmt, die Siedler haben Angst. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na, Lust auf eine Bergwanderung? Styx? Styx war der Totenfluss. Also der Fluss der Toten. Über den man mit dem Fährmann ins Totenreich musste und so. So, nebenbei. Was auch immer. Du bist also die neue Arcana. Willkommen. Ich bin Cheryl. Ohne Nachschub hat keine Arcana hier eine Chance, deshalb benutze ich die Rohstoffe der Genesis Corp, um Items herzustellen und zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Und natürlich kaufe ich Abenteurern wie dir ihr Material für gutes Geld ab. Ich freue mich darauf, mit dir zu handeln. Verbrauchsgüter wie Seren sind natürlich unglaublich wichtig. Sie sind vielleicht teuer, können aber vielleicht sogar dein Leben retten. Man weiß nie, was für Gefahren da draußen auf einen lauern. Du musst auf alles gefasst sein. Als nächstes solltest du der Lagerverwalterin Pon einen Besuch abstatten. Wenn du Items anhäufst, dann brauchst du auch einen Ort, um sie zu lagern. Deine Kleidung ist ja ziemlich knapp. Da kannst du kaum etwas drin verstauen. Ja, vieles scheint schon fast herauszufallen, oben herauszuquillen oder unten herum kaum verdeckt zu sein. Ne? Ja. Wir haben auf jeden Fall das, was wir jetzt nicht mehr angucken wollten. Wir haben hier das Bike. Ich frage mich, wie man das nutzt. Ah, das ist also einfach ein Item. Pass auf, dann packen wir das mal auf die... Kann an Bord nicht genutzt... Also ich verstehe, warum etwas zwischen... Naja. Okay, nee. Es ist ziemlich lächerlich. Ich zoome ein Stück raus. Sorry, aber das ist... Was ist das denn? Nee. Alter, Segway der zweiten Generation, oder was? Toll, die haben Segway. Way. Okay, kann ich das hier runter? Kann ich meinen Segway hier unten hinpacken? Sehr gut. Und dann haben wir noch ein Robo. Und, tja, da weiß ich nicht. Die brauchen alle 5... Also, nur der herbeigerufene Robo enthält Erfahrungspunkte und kann aufleveln. Jedes Level erhöht die Grundfunktion und die Robo-Skill. Punkte. Robos brauchen alle 5 Level in Upgrades, sonst werden sie nicht besser. Mit jedem Upgrade bekommt der Robo einen Robo-Chip-Slot. Alle Level 10 verändert er sein Aussehen. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob es auch verschiedene gibt. Hab ich nicht auch einen Robo-Chip? Kann ich hier einfach? Ne, das müsste ich freischalten. Okay. Naja, egal. Dann werden wir das doch einfach mal verwenden und gucken, was passiert. Ah ja.
Dein neuer Robo wird aktiviert, wenn du ihn das erste Mal rufst. Du kannst nur Datenchips Namen des aktiven Robots ändern. Madfly. Wie nennen wir dich denn mal? Kann ich dich? Nein. Ja, was war das? Achso, ich hab was reden. Ich kann den Namen gar nicht ändern. Ach, ich kann ihn rufen. Hier Skills, Punkte, Chips, tralala. Basisstats. Lebenspunkte, Regeneration, Passiv plus 10, Mana Regeneration plus 1, Passiv und im Kampf auch 1. Wie nennen wir dich denn mal? Oder pass auf, das machen wir anders. Ihr seid gefragt, wie soll Madfly heißen? Madfly heißt er momentan. Denkt euch mal bitte einen Namen für diesen lustigen kleinen Gesellen aus, der aussieht wie aus den 60ern, wie die Vorstellungen der Roboter aus den 60ern. Kommt der jetzt mitgedackelt? Wow, ist wirklich so ein 60er-Robo. Way cool. Ja, also denkt euch einen Namen für Madfly aus. Du treibst mich in den Wahnsinn. Süß, der spricht mit mir. Oh Gott, wie knuffig. Oh, Emanuel hat eine Quest für uns? Ach, das ist die Eventfrau. Achso, lagere. Du hast aber auch nicht viel Platz irgendwo. What the? Okay. Mutters-Gesetze verbieten einem ja nicht, das anzubieten, was man hat. Und du hast ja auch echt einiges anzubieten. Wo willst du das hinstecken? Willkommen beim Lager. Schön, dich zu sehen. Du findest auf deinen Reisen vielleicht so viele Waren, dass dein Gepäck überquellen würde. Komm dann einfach zu mir, wann immer du magst. Es kostet dich überhaupt nichts, Dinge einzulagern oder zu entnehmen. Ich freue mich immer darauf, mit beeindruckenden Frauen zusammenzuarbeiten. Aha. Ja, ja. Ganz heiß drauf. Du hast eine neue Quest, sehr schön. Genesis Corp hat einen ziemlichen Einfluss auf das Leben hier auf der Oberfläche. Niemand kann ihm Einfluss entgehen. Schließlich hat diese Firma die Versorgung mit Ressourcen eisern im Griff. Ob die noch böse werden? Wenn eine Firma alleine alles kontrolliert? Und das ist ein Problem, da ihre Motive unklar sind. Was sagte ich gerade? Wir können uns nicht einzig auf die Genesis Corp verlassen. Deshalb wurden unabhängig von der Firma dieses unabhängige Netzwerk eingerichtet. Es wird vor allem für die Verteilung von Vorräten an die Arcana auf der Oberfläche verwendet. Es verbindet alle Lager miteinander, sodass der Zugriff von einer Reihe von weit entfernten Standorten möglich ist. Cool. Es kann daher von Vorteil sein, sich dort einen großen Vorrat anzulegen, auf den so einfach zugegriffen werden kann. Du kannst außerdem schnell vor die Ressourcen für verschiedene Techniker einer Siedlung zugreifen. Wie wäre es zum Beispiel mit der Aufwertungstechnikerin Catherine? Rede mit Catherine, die direkt daneben steht, in der anderen Richtung. Nimm dich mal nicht so wichtig, Arcana, man kann gar nicht zu schön oder zu stark sein. Aha. Ich habe viel von dir gehört, Kleines. Ich bin ja noch jetzt Aufwertungstechnikerin Catherine und hinter mir ist gerade plötzlich ein Hologramm aufgetaucht. Auf deiner Reise findest du vielleicht Items, deren Leistung nicht hoch genug ist. Handelt es sich um Waffenrüstung oder Bikes, kannst du sie bei mir aufwerten. So kannst du schneller, sicherer und brutaler vorankommen. Gerade brutaler ist wichtig. Das ist wie ein Schuss Viagra für deine Ausrüstung. Viagra? Oh, das ist etwas, das menschliche Männer vor den genetischen Modifikationen benötigen. Ich glaube, sie brauchen keine genetischen Modifikationen mehr, wenn solche Frauen rumlaufen. Noch eine Sache, du brauchst natürlich auch die nötigen Aufwertungskomponenten und selbstverständlich etwas Geld. Ich bin noch nicht die Wohlfahrt. Aha. So, und noch schlüpfrige Beziehungen. Ich verstärke die Eigenschaften meiner Ausrüstung, indem ich Sternschaub benutze, der die für die Aufwertung nötigen Eigenschaften besitzt. Sternschaub ist ein wundersames Material, das kurz vor der Narak-Invasion entdeckt wurde. Wir waren dabei, es zu erforschen, als die Narak uns in die Tiefen der Erde vertrieben. Noch steckt die Sternstaubwissenschaft leider in den Kinderschuhen. Hoffentlich ändert sich das, bevor die Narak zurückkehren. Nur wenige Commander wird Sternstaub anvertraut. Wer im Handel arbeitet, erhält nur Nebenprodukte. Oh, keine Sorge, sogar Abfallprodukte von Sternstaub haben mächtige Eigenschaften. Je mehr du für Leute hier oben tust, desto mehr fällt auch für dich ab. Aber allein ist nicht schlecht. In einer Gilde geht's besser. Frag am besten Gildenverwalterin Debbie. Ich brauche einen Chip, um Gegenstände aufzuheben. Du entwickelst dich. Ach, du kriegst Erfahrungspunkte. Der kann Gegenstände aufheben? Geil. Cool. Aha, aufwerten. Beim Aufwerten kannst du Items 1 bis 2 Stats hinzufügen. Ziehe das aufzuwertende Item in den Item-Slot und ein rotes oder grünes Juwel in den Zutatslot. Dann klick auf Aufwerten.
Habe ich ein rotes oder grünes Juwel? So würde ich das sehen, nicht. Ne, oder? Ne. Gut, dann nicht. Dann nicht. Was sagst du, Kleiner? Ja, ich weiß. Haben wir ein Item? Ist hier ein Item gedroppt? Nee, ne? Nö. Wir sollen mit Gildenverwalterin, hast du nicht gesehen, reden. Ich möchte aber kurz noch mit der Lagerverwalterin mal reden, um hier meine Items mal ein bisschen reinzupacken. Zum Beispiel brauche ich das Sternstaub und Blitzstaub gerade. Das Zeug nicht. Und ich persönlich bin auch absolut kein Fan von diesen passiven Buffs, von diesen kurzzeitigen Buffs. Das ist so überhaupt nicht meins. Warte mal. Ah, hier war mal auf. Wer weiß, ob wir es brauchen. Ach ja, ja, weil ich es gerade ausgewählt habe, ne? Du hast hier schon 38, nehmen wir mal mit. Das weiß ich nicht, was es damit auf sich hat. Und die würde ich eigentlich gerne verkaufen. Weil ich brauche die kleinen Mana-Tränke, brauche ich bisher gar nicht. Ja. Ach, weißt du was? Nee. Wir lagern die erstmal hier ein. Wer weiß, ob wir sie noch brauchen. Und bis dahin verbrauchen sie einfach keinen Platz. So. Das nehmen wir doch mal mit. Geh weg. Wo war hier? War doch irgendwo ein Itemhändler. Genau, Cheryl. Wie viel bringen denn die? Way ein. Klar. Weg damit. Wie gesagt, ich benutze die momentan eh kaum. Wir haben ja auch noch die etwas größeren. So. Die hat nicht so wirklich viel. Wir können aber einmal die größeren sind schon drin. So. Einen mussten wir schon verwenden. Und hiermit beschäftige ich mich mal offscreen ein bisschen mit den ganzen, ja, nochmal Synthese und sowas. Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Und einfach der Quest wegen werden wir jetzt einmal kurz zu Debbie laufen. Gilde werden wir, wenn, vermutlich in der Gruppe generieren. Vielleicht haben die anderen auch schon einen, das weiß ich nicht. Ja, das kennen wir, den Text. Schlüpfrige Beziehungen. Wie geht's dir? Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ich bin für die hiesige Gildenverbände verantwortlich. Wäre toll, wenn das vor allem Cocktails und Geplauder beinhaltet. Aber leider ist es vor allem Papierkrieg. Naja, zumindest kann ich so Arcana Frischling unter die Arme greifen. Ja, nicht unter das Top. Ne? Großer Unterschied, unter die Arme greifen, nicht unter das Top greifen. Du musst für die Gildengründung aber schon Level 20 erreicht haben. Gut, damit weiß ich, dass die anderen das nicht gemacht haben. Und 10 Gold kostet dich das obendrauf. Erst recht, dann nicht. Dann kannst du Freunde um dich versammeln, um zusammen die Rückeroberung der Oberfläche voranzutreiben. Doch Vorsicht, auch die stärkste Gilde wird zerbrechen, während euch nur selbstsüchtige Motive verbinden. Ein guter Anführer nimmt nur Leute auf, denen man vertrauen kann. Nicht die, die nur schnellen Profit versprechen. Das ist eine sehr interessante, wichtige Aussage. Und wir haben ein Level Up. Whee! Wir haben in der Nähe der Festung Buzzards, der Festung der Buzzards ein provisorisches Lager errichtet. Keine besonders einladende Gegend, aber eine Basis dort wird uns helfen, die Drogenbosse gezielt anzugreifen. Aber aktuell fehlen uns Soldaten. Deshalb habe ich meinen Gehilfen Alvin zusammen mit einem Rekruten dorthin geschickt. Leider sind sie nicht angekommen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Als ich das letzte Mal von ihnen gehört habe, waren sie bei der verschütteten Mine. Also bitte finde raus, was mit ihnen passiert ist. Und ich sehe gerade auch, dass wir schon ein wenig die Zeit überschritten haben. Und wir werden in der nächsten Folge einmal die nächsten Puzzleteile aufdecken. Ja. Und wir werden dann auch einmal schauen, was es mit dieser Karte auf sich hat. Ich möchte es jetzt endlich wissen. Ich möchte es wissen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt daran, benennt Madfly. Denkt euch einen Namen für Madfly aus. Einen passenden. Da kommt schon wieder so eine Segway an. Gott, ist das lächerlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Rabbit. Ciao, ciao.